So, noch ein kurzer Hinweis vorneweg. Dieses Video wird jetzt dem Umfang dessen, worum es geht, nicht wirklich gerecht. Ich habe es nicht besser hinbekommen. Es ist so komplex im Grunde und es ist so viel, dass ich mich da schwer tue, wirklich in einer halbwegs vertretbaren Zeit das auf irgendwie eine Karte zu kriegen. Deshalb, das ist das Beste, was ich hingekriegt habe. Das ist nicht optimal und ja, also nur für diejenigen, die es wirklich interessiert und selbstverständlich eben als Dankeschön für denjenigen, den es betrifft. Hallo und herzlich willkommen im Weltenkeller. Wir machen ein Dankeschön Spezial und zwar zum Thema mal wieder Kameragerümpel. Das ist jetzt natürlich nur für Leute interessant, die generell sagen, sie interessieren sich für meine Meinung zu Kameragerümpel. Ja, wenn man sich nicht zu meiner Meinung zu Kameragerümpel, Riesenteil, ne? interessiert, dann ist das wahrscheinlich auch nicht so relevant. Also, ich weiß ja, ich sag häufig, folgendes Video nicht angucken, ja? In diesem Fall meine ich es jetzt ernst. Also, wenn ihr euch dafür wirklich nicht interessiert, dann seid ihr hier falsch. Und das ist ja ein Dankeschön-Video und Dankeschön-Videos, um das nochmal kurz zu erklären, dienen primär dazu, meinen Dank auszudrücken, wann immer das notwendig ist. So, und hier ist es absolut überfällig. Aber nochmal kurz für die Allgemeinheit. Das ist meistens nicht so richtig als eben entsprechend Unterhaltungsvideo gedacht und muss man sich echt nicht angucken, ja? Und wenn ihr irgendwas zu tun habt, was halbwegs Sinn ergibt, dann macht doch lieber was anderes, ja? Weil hinterher muss ich mir dann gegebenenfalls eventuell in den Kommentaren anhören, dass ihr es nicht interessant gefunden habt. Und ja, natürlich findet ihr es nicht interessant, wenn euch das Ganze halt eben nicht interessiert. Ja, das ist wie, wenn man einen Schnulzenfilm nicht mag und Schnulzenfilm gezwungen wird, trotzdem anzugucken. Und ich möchte auf keinen Fall irgendjemand gezwungen haben, hier jetzt meinen Schnulzenfilm hier jetzt gerade anzugucken. So, ne? Also dass das klar ist. Und wer jetzt weiter guckt, ist selber schuld und darf auch gerne zwischendrin aufhören, wenn es ihm zu langweilig wird und so weiter. Gut, das war also der Disclaimer. Dankeschön-Video, wie gesagt. Ich mag mich herzlich bedanken für die Nex 6. Sony Alpha Nex 6, vermute ich, heißt das Ding. Das ist eine alte Sony-Kamera, so ein bisschen der Vorgänger von der Alpha 6000 oder A6000-Serie. Von der hat man garantiert schon mal was gehört, wenn man sich ein bisschen intensiver mit Kameras auseinandersetzt. Also diese Nex-Reihe, die stammt ursprünglich aus dem Jahre 2010, da ging das los mit den Nex-Kameras und 2013 hat man zuletzt, glaube ich, die Nex 6 noch gebaut, während die Alpha-Serie von der Alpha 6000 angefangen, also eben die E-Bajonett, bei Sony muss man unterscheiden zwischen dem A, zumindest dem alten A-Bajonett und dem moderneren E-Bajonett, gerade bei der Historie zumindest. Ja, modern sieht das nochmal anders aus, aber wurscht. Jedenfalls diese A6000, da die Reihe, mit der man dann halt den Siegeszug angetreten hat, Sony technischer Art, weil die sind ja wirklich sehr beliebt. Das ging los 2016. Das heißt, die Nex 6, auch Nex 7 und die etwas anderen günstigeren Nex-Modelle, die sind 2013 eingestellt worden, bis dann 2016 erst die A6000-Geschichte. Wobei, nee, Entschuldigung, 2014 hat man die erste A6000 bereits gebaut und die späteren A6000-Modelle, die sind teilweise dann deutlich jüngeren Datums. Ne? Also die haben zwar eine gewisse Vorgängerfunktion und gehören auch bei alles zur Alpha-Serie, ist aber von der Historie super kompliziert und wer sich damit intensiver auseinandersetzen möchte, darf das gerne tun. Aber bevor mir jetzt hier jemand einen Kommentar schreibt, dass das so nicht stimmt, dachte ich, ich mach's mal kurz selber. Also selbst ich, der ich mich jetzt nicht so intensiv damit auseinandersetze, habe von dem Ding natürlich was gehört. Und das war auch so mit der Knackpunkt, weshalb ich hier jetzt eine Nex 6 rumstehen habe. Denn die so ein bisschen zum Testen, um für mich rauszufinden,
will ich denn beim nächsten Kamerawechsel, beim nächsten Primärkamerawechsel, Primärkamera ist immer noch meine EOS 200D, die gerade aufnimmt, die ich deswegen gekauft habe, das kann ich vielleicht nochmal kurz erwähnen, weil die aus meiner Sicht eine sehr gelungene, rundum sorglos Kamera für das, was ich so mache, ist. Ne? Sie hat erstens Wechseloptik, man kann also jede Menge Objektive da durchwechseln. Zweitens, sie hat einen Mikrofonanschluss. Das habe ich zwar jetzt ausnahmsweise mal nicht drauf, aber meistens dann doch. Und gerade im Wald, wenn der Wind geht, gab es schon oft Situationen, wo ich überhaupt nicht zu verstehen gewesen wäre, wenn ich dann nicht ein Mikrofon anschließen könnte, ein externes mit entsprechend fetten Windpuschel dran. Ne? So, sie hat ein Schwenkdisplay, sodass ich mich sehe, wenn ich entsprechend irgendwie was aufnehme. Das hat den Nachteil, dass ich nicht so oft in die Kamera gucke, wie ich eigentlich sollte. Aber daran haben wir uns hoffentlich alle irgendwann mal gewöhnt. Für mich ist es aber einfach viel, viel, viel angenehmer, wenn ich mit der Kamera quatsche, wenn ich ein Display habe, wo ich gucken kann, dass ich einigermaßen im Bild bin, dass Dinge, die ich ins Bild halte, dann zu sehen sind und wenn ich irgendwie möchte, dass was Bestimmtes im Hintergrund im Wald zu sehen ist und so weiter und so weiter. So, und das Ding hat einen sehr schnellen Autofokus bei eben entsprechenden Videosequenzen, hat eine gut funktionierende Automatik, gerade bei den Videosequenzen und ist eine, also für einen YouTuber eigentlich fast die eierlegende Wollmilchsau-Kamera. Sie macht natürlich auch Fotos, die Fotos sind auch schön und die sind auch gut. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, ja? Wie gesagt, mit dem Ding als YouTube-Kamera ist die toll, ja? Gar keine Frage. Irgendwann werde ich ja sowieso mal wieder ein Kamera-Upgrade durchführen, ja? Und wenn das der Fall ist, dann war für mich die Frage, will ich nicht vielleicht eben doch auf eine Sony umsteigen, weil ich hatte ja auch schon andere kleinere Sony-Knipskisten und grundsätzlich gefällt mir die Qualität, vor allen Dingen von den Bildern, die Bedienung gefällt mir gut, die Funktionen, die die Dinger haben, gefallen mir gut. Also grundsätzlich gefallen sie mir generell schon gut, die Sonys, ja. Und ich würde dann zur A6000-Serie tendieren wollen. Da gibt es ja inzwischen zig Modelle. Mit der A6000 ging es los. Dann gab es die A6100, die A6200 und so weiter und so weiter. Und irgendwo in der Mitte bei A6500, irgendwo was um den Dreh, würde ich wahrscheinlich irgendwo einsteigen wollen. Dann irgendwann, ja, irgendwann. Nicht mehr dieses Jahr, nächstes Jahr mal gucken. Aber ich glaube, 2020 kriege ich auf jeden Fall mit der momentanen Kameraausrüstung wunderbar noch gelöst und wunderbar rum. Aber dann wird es wahrscheinlich die Sony. Ja? Und eben, um mir darüber klar zu werden, ob ich denn jetzt nun im Canon-Kosmos bleiben möchte oder lieber zur Sony umsteigen will, habe ich hier jetzt dieses Ding. Ja? Und das ist die Nex 6, das ist so ein bisschen die Alpha Nex 6. Hier kann man dieses schöne berühmte Alpha-Symbol, das man aus diversen anderen Kameravorstellungen vielleicht eventuell mal an irgendwelchen sauteuren Dingern schon gesehen hat. Da kann man also sagen, dass das grob das Vorgängermodell von der A6000-Serie ist. Also vieles ist an dem Ding schon wie bei der A6000-Serie. Einiges, hoffe ich, wird sich bei den gerade fortgeschrittenen A6000-Kameras dann nochmal zusätzlich verbessert haben. Und das liegt natürlich auch in der Natur der Sache, weil das hier ist jetzt inzwischen schon ein bisschen ein älteres Modell. Aber worum es ging, war, und herzlichen Dank übrigens zum ersten Mal, kommt jetzt noch ein paar Mal, war halt einfach, dass ich mich mit diesem Kosmos der Sony-Wechselobjektivkamera vertraut machen kann. Und dafür habe ich eben tatsächlich jetzt auch jede Menge Wechselobjektive da und konnte ausprobieren von Makroobjektiv, jüngste Sache, über 300 mm Tele, also wirklich krasses Rohr hier, ne, das da demonstrativ gleich entsprechend in die Kamera gehalten, was dahingehend witzig ist, weil das ist wirklich ein riesen Rohr. Okay, das da vorne ist nur noch Plastik, ne, da drin ist das Objektiv, das ist ja nur hier Gegenlichtblende. Aber trotzdem, Riesenrohr.
damit kommt man sich extrem professionell vor, wenn du damit am See bist. So, jetzt habe ich ja noch zwei funktionierende Kameras derzeit, ne? Und wenn du dann mit beiden Kameras am See bist und eine hast du umhängen und die andere steht vor dir vorm Stativ und hat dann noch so ein Rohr, du kommst dir sehr professionell vor. Und wenn man dann noch einen Hut auf hat, und ja, da wird man von vielen Leuten dann auch gefragt, kennen Sie sich da näher aus mit den Vögeln hier? Was ja stimmt, ne? Und muss dann noch irgendwie diverse Sachen zu den Tieren, die man gerade entsprechend fotografiert und filmt, erklären und erzählen. Und ja, jedenfalls, das ist eben jetzt hier meine Testkamera. Und nochmal, die ist nicht gängiger Stand der Technik, aber die ist halt wirklich toll, einfach um reinzukommen in eben die Frage nach dem Kosmos der Sony-Kameras. Und vor allen Dingen, die Dinger sind ja keine Spiegelreflex mehr, sondern die sind ja jetzt spiegellos inzwischen. Und die Spiegelreflextechnik, auch wenn sie mir vertraut ist von alters her, und ich habe angefangen mit Spiegelreflexkameras zu fotografieren, da war ich ungefähr 12, also ich mache das wirklich schon eine Weile, ja, nie auf super Profi-Niveau. Jetzt will gar nicht so tun, als wäre ich da super, super, super krasser Ultra-Profi. Aber man hat es doch ein Weilchen schon gemacht und man hat so seine Erfahrungen gemacht. Und ich mag Spiegelreflex unter anderem deswegen, weil die halt so ein schönes Auslösegeräusch haben. Weil beim Auslösen halt wirklich in der Kamera ein Spiegel wegklappt, dann das Bild gemacht wird und der Spiegel wieder hinklappt. Und man, wenn man hier durchguckt, ne, durch den Sucher, eben vorne aus dem Objektiv rausguckt. Die spiegellosen Kameras haben einen digitalen Sucher. Das ist manchmal sogar besser, weil das, was man da im Sucher sieht, eher dem entspricht, was man als Foto dann letztendlich macht. Gegenlicht ist nicht so ein Problem. Bei Dunkelheit kann es von Vorteil sein und. Also nichts gegen den digitalen Sucher. Aber einfach aus dem Rohr rauszugucken, durch das man sein Foto macht, optisch rauszugucken, das hat für mich einfach ein bisschen mehr, vielleicht ist auch ein bisschen Nostalgiefaktor und Spaßfaktor dabei noch eine Rolle gebend. Aber ganz ehrlich, die Kamera macht nicht wirklich die besseren Fotos, weil sie hat auch deutlich weniger Megapixel, nämlich nur 16,1. Das Ding da hat, man muss es gar nicht mehr draufschreiben, glaube ich, aber mindestens 20, ich glaube ein bisschen mehr als 20 auch. Wie dem auch sei jedenfalls, das ist schon nochmal ein Unterschied und ich finde, gerade wenn man dann ein bisschen Vergrößerung vom Bild macht, wenn man zum Beispiel ein Tier fotografiert, das weit weg ist, selbst mit diesem Rohr immer noch relativ weit weg, dann kriegt man da schon eine Vergrößerung hin. So ist das ja nicht. Aber man möchte sich vielleicht nochmal näher ranholen und macht mal eine Ausschnittvergrößerung und dann merkt man halt das mit den Megapixeln. Aber das ist ja auch vollkommen Schnurz. Die Kamera ist ja nicht dafür da, um eben meine bestehende Kamera zu ersetzen, sondern einfach damit ich ausprobieren kann, wie der ganze Sony-Kosmos so funktioniert. Und ja, ich habe schon Blut geleckt. Ich habe wirklich Blut geleckt nach einigen Rumprobieren. Und ich finde einfach die Handhabung, die Haptik, die Scharfstellung, also die sowohl das manuelle Fokussieren als auch den Autofokus irgendwie gefühlt, und ich bin wirklich nicht qualifiziert genug, um was anderes als Gefühle hier zu äußern, gefühlt finde ich das präziser zum Fotos machen. Ja? Und außerdem finde ich die Handhabung der Objektive, der Sony-Objektive, beziehungsweise der für Sony-Objektive von was anderem, dieses Ding hier ist zum Beispiel ein Tamron, das finde ich auch besser, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also nicht, dass Canon nicht auch tolle Objektive hätte und ich kann es sowieso nicht vergleichen mit 7000 anderen Herstellern. Ich bin ja kein Fotokanal rein als solcher. Da gibt es ja Leute, die machen ja nichts anderes als Fotoreviews und Fototechnik-Reviews und hin und wieder schießen sie auch mal ein schönes Foto, aber meistens machen sie Fototechnik-Reviews und. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich habe nur den Direktvergleich eben zwischen Canon und zwischen Sony und cool ist halt vor allen Dingen die Möglichkeiten, die ich habe, was ich alles an diese Kamera hier ranschrauben kann, beziehungsweise was ich dann auch an eine A6000, was auch immer, ranschrauben könnte, weil die hat ja jetzt den, wie heißt der, F-Mount, E-Mount, kann ich mir nie merken, Moment, hier steht's drauf, Focus Adapter, E-Mount hat die, ja,
Also diese Öffnung nennt sich E-Mount. Und an diesen E-Mount kann ich jetzt anschließen einen Adapter, um da jetzt zum Beispiel ein bewährtes Canon-Objektiv anschließen zu können. Zum Beispiel hier mein uraltes. Da gab es doch gar keine Digitalfotografie. Da hat man noch nicht mal gewusst, dass Digitalfotografie irgendwann mal existieren wird. Nichtsdestotrotz habe ich noch dieses alte Objektiv. Und ich kann es hier dran bauen, weil ich nämlich einen Canon zu Sony E-Mount Adapter habe und kann meine ganzen Canon-Objektive, ausnahmslos all meine Canon-Objektive, zumindest mal zum Fotos machen und schlimmstenfalls dann nur mit manuellem Fokus, was dann aber bei, ganz ehrlich, den vielen Fällen sowieso egal ist, aber ich kann die da dran schrauben und kann das Ding wirklich regulär, ganz normal dann auch entsprechend benutzen. Zack, jetzt ist hier natürlich keine Karte drin. Ja, und im Fall von dem Ding funktioniert sogar der Autofokus. Naja, so einigermaßen. ehrlich gesagt, wirklich nur so einigermaßen, aber das ist auch überhaupt kein Problem, weil das hätte ich nicht erwartet. Das ist ein uraltes Objektiv, wirklich aus Zeiten, als man noch keine Ahnung hatte, dass es jemals solche, aber es geht. Es geht. Man kann damit tatsächlich Fotos machen. Bei so einem langen Brennweite, das sind 300 mm Tele, braucht man sowieso ein Stativ. Oder extrem helle Lichtverhältnisse. Aber es geht. Und das finde ich einfach cool. Ja? Also mein liebgewonnenes, uralt geerbtes von Vater Objektiv. Ich kann es weiterhin benutzen, auch wenn ich auf Sony umsteige. Ja? Ich weiß nicht, ob es auch zu Canon wird es wahrscheinlich auch Adapter geben, dass man irgendwelche Sony-Objektive bei Canon anschließen kann. Aber jedenfalls mit diesem schönen Adapterchen, der eben ein Autofotos-Adapter ist. Das heißt, der behält den Autofokus von gerade mindestens bei den halbwegs modernen Canon-Objektiven, zum Beispiel diesem hier, das ist ein relativ neues. Noch besser. Ich nehme mein Reiseobjektiv, mein Tamron Reiseobjektiv, was zum Beispiel in Grönland dabei war. Das ist auch mein Lieblingsobjektiv zum Filmen, wenn ich dann halt rankomme. Das macht wirklich hervorragende Aufnahmen beim Filmen, hat einen unglaublich guten, nach wie vor auch den besten, den ich habe, Bildstabilisator. Und deswegen kann man halt freihand Sachen filmen, die hinterher fast, nicht ganz natürlich, aber fast so aussehen, als hätte man die in irgendeiner Form mit was weiß ich was für Hilftechnik bearbeitet. Also wirklich eins meiner, zum Filmen, mein bestes Objektiv, muss ich sagen. Also kann man nicht anders sagen. So, und da funktioniert, glaube ich, auch der Autofokus. Ja, du kannst kein Bild aufnehmen, du hast keine Speicherkarte drin. Ja, bingo, da funktioniert dann auch der Autofokus. Also dieser Autofokus-Adapter, der klappt schon, natürlich. Nur halt es nicht mit meinem ganz alten, das ist von, weiß ich nicht, 1999, keine Ahnung. Also wirklich, wirklich ein bisschen älter. Ja. Jedenfalls, das funktioniert alles ganz, 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 ganz toll und das macht halt eben den Umstieg. Das wusste ich auch nicht so, dass das so funktioniert und dass das alles wirklich auch machbar ist. Nicht nur auf dem Papier existiert, sondern rein praktisch hier eben wirklich auch vor mir rumliegt und ich kann es ausprobieren und kann mir meine Gedanken eben darüber machen, welcher Deckel jetzt wozu gehört, habe ich jetzt schon wieder keine Ahnung. Habt ihr mal nach unten geguckt? Guckt mal kurz nach unten. Also ich habe hier wirklich ein bisschen Zeug rumliegen. Ne? Schieben wir das noch alles ins Bild. Ja, jetzt müsste mehr oder weniger alles zu sehen sein. Also es ist wirklich was zusammengekommen. Ich habe also ein fettes Teleobjektiv. Ne? Hier steht's. Das hat übrigens auch einen Adapter dran. Was toll ist, weil dann kann man eben da separat nochmal auch ein Stativ anbringen, an besagten Adapter. Man kann an der Kamera ein Stativ anbringen und eben an diesen Adapterchen. Und dieses Adapterchen, wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Das ist im Grunde ein Sony F-Mount. Keine Ahnung, was für ein Mount, aber der andere Sony-Mount. Sony hat ja zwei verschiedene Anschlüsse. Einmal eben diesen E-Mount, der da an die Kamera rankommt. Und dann noch den anderen Mount für die größeren Objektive, für die Vollformat-Kameras, die man aber eben mit diesem Adapter problemlos auch an eben wie heißen die denn? Vollformat heißen die nicht. APS-C-Kamera entsprechend anschließen kann. Gibt natürlich auch Objektive, die direkt für den Anschluss der vergleichsweise kleinen Sony gemacht sind.
Okay, das war jetzt nur die Canon-Geschichte. Den da muss ich auch noch abmachen. Es ist so ein bisschen wie Lego. Also gerade wenn man alles vor sich rumstehen hat, dann hast du echt was zu spielen. Und wenn du dann noch mit zwei Kameras hantierst, da... Wie gesagt, ich kam mir so lange professionell vor am See, bis ich dann irgendwann völlig den Überblick verloren habe, was ich eigentlich wo draufschrauben muss jetzt. Und aber die passen da also ohne Adapter jetzt drauf. Und ist natürlich, wenn man bedenkt, wie klein diese Kamera an sich ist, ja, die ist ja schon wirklich ziemlich klein, winzig fast schon, ist so ein Rohr auch schon wieder auffällig, aber es sieht halt nicht ganz so krass aus, wie wenn man das Teil mit dem hier kombiniert. Also es macht unglaublich Spaß, da eben entsprechend rumzuprobieren und alle erdenklichen Varianten von übergroßen Objektiven auszuprobieren. Ich habe aber natürlich eben nicht nur übergroße, sondern ich habe auch hier so ein Ding. Das zum Beispiel ist so ein Standard. Ich glaube, das ist das Kit-Objektiv für die kleine Sony. Das ist ein ganz, ganz kleines. Das ist auch entsprechend leicht. Das ist auch ein Zoom-Objektiv, 16 bis 50 mm. Alles dabei, was man so für den normalen Alltag braucht, wäre auch für normale Waldaufenthalte. Und fürs normale YouTube-Video zum Beispiel im Wald aufzunehmen, wäre das auch eine wunderbare Brennweite. Was ich übrigens zum Aufnehmen meiner Videos zurzeit ständig verwende, nur dass ihr das mal wisst, was auch jetzt gerade wieder auf der Kamera sitzt, fast immer nehme ich jetzt Videos mit Kamera auf Stativ, mit meinem Weitwinkel auf, weil ich es einfach gerne mag, mit der 10mm Einstellung entsprechend zu arbeiten. Und dann hat man halt jede Menge Hintergrund und ich bin nicht ganz so groß im Bild und irgendwie fühle ich mich da wohler und kann auch besser Sachen in die Kamera halten und weiß halt, dass sie in jedem Fall im Bild sind und so. Das mache ich eigentlich ganz gerne, aber muss nicht zwingend. Manchmal ist auch eine andere Einstellung. Gut, ja, jedenfalls... Thema Weitwinkel. Ja, eine tolle Errungenschaft eben für meine Canon ist ja das Weitwinkelobjektiv, was gerade drauf sitzt. Es hätte mich jetzt geärgert, wenn ich für die Sony kein Weitwinkelobjektiv hätte. Habe ich aber, und zwar diesen Trümmer, was auch ein richtig fettes Ding ist. Ein Sigma, mein erstes Sigma-Objektiv, 10 bis 20 mm, also nicht 10 mm ist ja krass Weitwinkel, das ist definitiv Ultra-Weitwinkel, aber 20 mm ist dann schon wieder gar nicht so sehr und was es auch zu einem recht universell einsetzbaren Weitwinkelobjektivlein macht. Was ich toll finde, das habe ich jetzt auch bei keinem Canon-Objektiv bisher, die haben oft noch einen Blendenring und einen entsprechenden Schärfering. Hier ist noch so ein lustiges Fensterchen drin, wo man gucken kann, beim manuell die Schärfe einstellen, in welchem Abstand befindet sich denn eigentlich das Objekt, auf das man hier jetzt gerade entsprechend scharf stellen möchte. Sehr, 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 sehr praktisch. Gerade weil man nicht so gut sieht, weil man gerade, also ich mal für meinen Fall habe ja Tage, da sehe ich mal besser, dann habe ich Tage, da sehe ich mal schlechter und dann bin ich mir beim durch die Kamera gucken nicht immer hundertprozentig, ja man kann da Dioptrien einstellen, ich weiß, nicht immer hundertprozentig sicher, ob das jetzt scharf ist oder nicht, wenn ich manuell fokussiere und dann finde ich so eine Anzeige sehr, sehr, sehr hilfreich und wie gesagt Zoomstufe einstellen und Autofokus, manuell Fokus, geht alles und vor allen Dingen ist das einfach eine riesen Linse. Sieht halt auch cool aus. Irgendwie hat man da Freude mit so einem Teil. Was auch schön ist, jedes Objektiv, das ich hier habe, hat jeweils noch irgendein Täschchen. Viele haben sogar noch eine Gürtelschlaufe, so wie das, was den Transport natürlich erheblich einfacher macht. Und die sind natürlich auch ein bisschen gepolstert, dass wenn man das da reinmacht und man stößt damit irgendwo dran, dann geht das auch so schnell nicht kaputt. Also wobei, runterschmeißen will ich es jetzt auch nicht. Und dann habe ich noch ein paar Fixbrennweiten. Hier zum Beispiel die... ...50 mm Blende 2.0, also klassische Brennweite, gerade auch für Waldfotografie, wenn ich Bäume zum Beispiel, Blätter, irgendwelche Details, Rinden, sowas in der Richtung, kann man damit toll fotografieren, habe ich schon ausprobiert, funktioniert super. Fast meine Lieblingsfixbrennweite ist die hier, das ist eine 35 mm, das entspricht ungefähr dem Zoomfaktor unseres Auges und...
ja, 1,7er Blende. Ja, also damit kann man schon bei sehr miesen Lichtverhältnissen für die Outdoor-Fotografie, für die Verhältnisse, ne? Also jetzt nicht unbedingt nachts Milchstraße oder sowas, da kenne ich mich auch nicht aus, will ich auch gar nicht fotografieren, aber damit kann man schon sehr gute, noch rauscharme Bilder bei miserablen Lichtverhältnissen machen. Damit schaffe ich auch gerne bisher. Ne? Ich habe euch hier noch ein paar Bilder zum Vergleich von meinem Canon alten 300 mm Rohr im Vergleich zum Sony, also Tamron eigentlich, 300 mm Rohr eben auf der Sony, da mal ein paar Vergleichsbilder gemacht. Und falls ich es noch nicht getan habe, vielleicht zwischendrin, würde ich da noch ein paar einblenden wollen. Ich habe auch noch ein paar Filmaufnahmen mit der Canon gemacht. Da muss ich allerdings sagen, was das Filmen angeht, da ist einfach die Kamera. Meine aktuelle Canon ist da einfach wirklich besser als die Sony. Aber nochmal, die soll ja auch nicht die Canon ersetzen, sondern die soll mir ermöglichen, mich mit dem Sony-Kosmos ein wenig auseinanderzusetzen. Was ich gerne intensiv auch tue. So, irgendwo habe ich noch das Makro. Genau, und nochmal herzlichen Dank auch für die jüngste Zusendung diesbezüglich hier, das Makroobjektiv. Also Makroobjektiv ist im Prinzip eine Lupe, mit der man fotografieren kann, ne? Ganz einfach ausgedrückt. Und das ist jetzt halt auch eben entsprechend hier für die Sony. Hat auch eine schöne Entfernungseinstellung, wo man dann... Also das ist kein Zoom, ne? Das ist hier... Das ist die Entfernung zum Objekt, zum Scharfstellen. Und man merkt halt schon, dass da auch wirklich eine Menge Material bewegt werden muss, dass die Linsen da auch ordentlich arbeiten müssen. Ich habe das noch nicht so viel ausprobiert, bin ich noch nicht dazu gekommen, nur 2-3 Fotos kurz gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich sie finde. Wenn ich sie finde, blende ich sie ein. Wenn nicht, müsst ihr glauben, dass das Ding selbstverständlich funktioniert und natürlich nochmal meine entsprechende Sony-Ausstattung vervollständigt. Ich habe nämlich jetzt in Sony eigentlich wirklich so ziemlich alles. Ich habe Fixbrennweiten in Fixbrennweitenobjektive in 3 Brennweiten. Ein blöder Satz, aber weiß auch nicht, wie ich das jetzt anders sagen soll. Und die haben übrigens teilweise auch noch überall einen Blendenring, ne? die Fixdinger, wo man die Blende direkt also hier mit dem Ring einstellen kann und das gar nicht übers Menü der Kamera machen muss. Finde ich auch toll. Habe ich so bei Canon auch noch nicht. Habe ich kein Canon-Objektiv, dass das kann. Ja, habe also ein 300 mm Teleobjektiv, habe ein 10 mm Weitwinkelobjektiv, habe ein 200 mm mit Bildstabilisator. Im Grunde genau dasselbe wie mein 200 mm Tamron für Canon mit Bildstabilisator, dieses Ding hier. Kann aber das da auch problemlos eben an Sony-Kameras anschließen. Und Bilder, wie gesagt, gibt's von der Haptik her. Fotografieren mache ich wirklich lieber mit der Sony. Nochmal, mir gefällt der Menüaufbau bei der Sony, auch wenn man so direkt mit der Canon in der einen Hand und mit der Sony in der anderen Hand arbeitet, dann bin ich ein bisschen verwirrt. Und ich finde es ehrlich gesagt angenehm, dass meine Canon ein Touchscreen hat. Das macht die Bedienung der Menüs ein bisschen angenehmer. Ist aber jetzt nicht unbedingt so, dass es deswegen bei Sony schlechter wäre. Es ist halt nur einfach ein bisschen anders und ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber funktioniert mindestens genauso gut letztendlich im Endeffekt. Ne? Kommt ja darauf an, was dann schließlich bei rauskommt. Und ja, also das ist auf jeden Fall etwas, wo das Dankeschön lange überfällig ist und ich auch noch längst nicht zu Ende getestet habe, in Anführungszeichen. Es ist halt für den Alltag, nicht, dass ich mich beschweren möchte, wirklich nicht, aber für den Alltag fällt es mir manchmal schwer,
so viel da zu testen, wie ich gerne möchte, weil wenn ich rausgehe, habe ich meistens irgendeinen Plan. Ich will Video XY drehen oder möchte mir XY angucken. Und wenn ich dann noch einen riesen Sack mit Kamera-Equipment mit mir rumschleppen muss, müssen sowieso nicht. Aber dann fällt mir das noch nicht ganz so leicht. Aber ich bin total begeistert und es macht auch wahnsinnig Spaß, wenn ich dann eben mal dazu komme, beides so direkt dabei zu haben, insbesondere eben dann auch noch mit Publikumsverkehr am See und dann super professionell auszuschauen, was ja nicht der Fall ist, aber das macht schon wirklich, wirklich Freude. Und ich werde auf jeden Fall die Objektive sicherlich noch viel mehr eben dann zum Einsatz bringen können, wenn ich dann den Umstieg von Canon auf Sony dann irgendwann wirklich vollzogen habe, also den vollständigen. Was heißt den vollständigen Objektive, kann man ja wie gesagt weiterverwenden. Aber. Und die Kamera hier werde ich auch behalten. Eine Zweitkamera zu haben, kann auch nicht schaden. Und ich denke nicht, dass die auch kaputt sein wird, bis ich mir dann so eine A6000, was auch immer, zulege. Ja. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, sehr begeistert und weiterhin fröhlich am Rumexperimentieren. Mit den vielen, vielen, vielen Möglichkeiten auch dieser Objektive. Das Ding ist von daher übrigens auch nochmal toll, weil es sogar noch einen Makro-Modus hat. Ne? Hier kann man nämlich das Schalterchen hier auf Makro umschalten. Das ist sau cool. Für ein 300mm Tele, dass man dann doch noch ein bisschen nah ran ans Objekt kann, ist cool. Ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Ja, mehr fällt mir dann auch wirklich nicht mehr ein. Also bedanke ich mich noch einmal ganz herzlich. Ist ja wirklich eine Weile jetzt auch überfällig gewesen. Wirklich, wirklich eine Weile. Aber die Möglichkeiten, sie sind so vielfältig. Ich mache dann irgendwann nochmal ein Update zur Kameraausrüstung, wenn absehbar ist, dass ich den Wechsel wirklich vollziehen werde. Und die Makroobjektive, beide, werden dann auch demnächst vermehrt zum Einsatz kommen. Ich habe da diverse Projekte bezüglich Holz im Sinn, wo man sie dann benutzen kann. Ja, vielleicht auch noch ein bisschen was zur Blütenbiologie, wenn ich es noch schaffe, bevor die Blüten verblüht sind. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber mal gucken. So, also nochmal, vielen herzlichen Dank. Ansonsten für alle anderen vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch ein bisschen interessiert hat und nicht ganz so langweilig war, dann bin ich froh. Und ansonsten, das nächste Video hat dann auch wieder mehr regulären Inhalt. Danke, macht's gut. Tschüss.